Ja. Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt der... Der Liebe. Genau, der Gefangene von Kulta. Story-Mission. Geht weiter, dann haben wir die Map Jawohl. Hier quasi fertig. So quasi, wir haben ein bisschen nebenbei offscreen Zeug gesammelt, Fertigkeitspunkte, Waffenteile. Ja, dann sind wir... Das öde Zeug, was man nicht sehen möchte, weil es einfach nur dasselbe und dasselbe und dasselbe ist. Ja, Uplay halt, ne? Viele Missionen, die sich einfach zu sehr wiederholen, einfach Sammeldinger sind. Ubisoft, ja. Ich finde, das ist ein schöner Parkplatz für einen Helikopter. Wir werden nicht gesehen. Kann man doch 1A. Ja, perfekt, ne? Also. Schicken wir mal die Drohne los. Genau. Hier vorne sind gleich welche, die haben gar nicht mitgekriegt, dass hier so ein Helikopter gelandet ist. Nee, überhaupt nicht. Schlafen wohl oder so, geistig. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Da hängen welche am Pfahl. Okay. Eine kleine Gruppe Feinde. Oh, ich bin außer Reichweite. Noch ein Ziel macht 10. Ach, du tötest schon. Ja, ich will mich nicht langweilen. Ja, ich habe, glaube ich, soweit jetzt ein paar Leute erwischt. Wir können ja mal ein bisschen Stealth gucken. Hier, Sniper mal den auf 210 bitte weg, das ist ein Scharfschütze. Der da hinten auf dem Dach. Ja. Ne, hat nicht geklappt. Scheiße. Ich bin gerade schlecht im Schießen. Ha! Durchs Fenster erschossen. So, Scharfschütze ist jetzt auch tot. Ist das ein Rebell im Grün? Im Haus? Die Rebellen helfen uns, ne? Ja. So, ich geh runter. Gucken, ob ich so weit springen kann. Oh. Hier vorne war noch einer? Ja, genau. Ich kann auch nicht treffen. Oh, die Rebellen helfen gut. Hier unten ist gleich auch ein Waffenteil, ne? Bist schon dran vorbeigelaufen hinter dir. Oder hast du schon eingesammelt gehabt? Nee. Gut, dass du das sagst. Ich hab's schon wieder vergessen. Vertikal an. Das wollte ich schon immer. Ja, das gucke ich mir mal offscreen an, was wir da alles eingesammelt haben. Ich hänge hier an einer Kiste. Granate, hola putas. Oh, hola putas. Wer macht denn sowas? Oh, die Granate ging mal voll daneben. Granate. Jetzt aber. Granate ist drin. Nicht getroffen. Du schmeißt die Granaten. Na klar. Tango ist tot. Euren Gringos, helft mir hier wegzukommen. Ah, hier ist der Typ, den wir befreien müssen. Ja, ich bin hintenrum nicht reingekommen. Oh, warte mal, haben sie hier einen verbrannt? Sieht so aus. Lecker. So. Lecker schmecker. Bratmaxer. Ja. Ist durch. Ja, müssen wir mit denen reden? Jo. Alles okay? Was wollen sie von mir? Juri und Polito, die sie gefoltert haben. Wir sind hier, um sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo. Drohne fliegt. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Alten Tierhäuten. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Ich hab's aufgenommen. Einsatz abgeschlossen. Nomad, wir wissen endlich, wo Juri und Polito sind. Die ISS. Oh, hast du den hier gesehen? Ah, wie komme ich hier aus der Drohne raus? Y. Ah, danke.
Angeblich führen sie da auch ihre intensiven Befragungen. Oh, Zeichen umgeschossen. Schicken Sie die Daten. Wir kümmern uns drum. Bringen Sie sie unter die Erde. Und machen wir. So, dass es weh tut. Und das tun sie. Spiel, sage uns, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Jetzt machen wir die Gangster da fertig, ja? Bossfight, würde ich sagen. Ja, Bossfight. Hier vorne war doch irgendwo ein Heli. Irgendwo da vorne ist ein Heli. Ja, hier oben rechts, wo wir geparkt haben. Ach ja, das ist unser Heli. Scheiße, wie kann man da wieder hoch? Ja, warte, ich... Ich habe Videospielerfahrung. Verdammt, hier geht's nicht hoch. Jahrelanges Spielen, du tust. Oh ne, hier so weit. Ja, doch, da geht's weiter. Und da ist ein Weg. Ja, perfekt. Also, das ist genau der richtige Parkplatz für den Helikopter. Boah, ich glaube, meiner kann nicht mehr laufen, der ist K.O. Das geht echt schnell. Ja, mit so einem MG und so ist alles viel zu schwer. Ach, schon gleich hier. Ja, perfekt, ne? Ja. Würde ich sagen, Parkplatz für den Helikopter ist... Boah, hier ist ein schöner Parkplatz. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Hier ich ist irgendwie kein Haus, kein Nix. Bei den Helikoptern. Hier ist ein Haus rechts. Wo denn? Hier bei mir, wo ein Auto. Da ist ein Helikopter und ein Auto, ja. Aber ich sehe keinen Feind. Oh, ein Kreuz. Wir müssen hier ins Haus? Ja. Schloss knacken. Knack mal. Lass knacken, Junge. Geknackt. Eine Bumshütte. Rechts hier unten ist ein Keller. Alter, ekelt das. Was ja. Siehst du da? Naja, wenn... Was siehst du da? Ja, jeder wie es ihm gefällt, ne? Ja, hier ist das Pärchen. Guck mal, was das für ein sexy Foto ist. Und dann guck dir dieses Bett an, was sie hier... Vor allem, sie steht noch auf dem Podest da, auf dem Buch oder sowas, ne? Und überall sind Schädel mit Blumen drinne. Auch eine stylische Blumenvase, muss ich sagen. So, Fernseher ist nicht mehr. Nee, Fernseher ist kaputt. Gehen die Anlagen auch kaputt hier? Oh, hier geht's runter. Ja. Nee, Boxen gehen nicht kaputt. Stimmt, feuchter Keller. Baumann meint, nee, sie haben ihn 48 Stunden am Leben gehalten. Der zähe Hurensohn hat lange durchgehalten. Er hat sicher darauf gewartet, dass wir das kommen. Ist der Bumschub mir unten. Spät. Ist noch früh genug. Carino. Kettensägen! Oh, hier. Warte, bevor du mich getroffen hast. Wir wollen jetzt töten. Ich war niemand. Ein Nichts. Ich konnte mir ein solches Leben nicht einmal vorstellen. Eine so erfüllte Liebe, wie du sie mir jeden Tag schenkst. Da können wir nicht durchschießen, ist Maschendrahtzaun. Oh, so geht's mir auch. Ich war nur ein halber Mensch, bevor ich dich traf. Ein blasses Bild. Hier bin ich feucht geworden. Völlig verschwommen. Bis ich mich endlich durch deine Augen sah. Tja, gerade eben, als ich diesem Mann die Hände brach, stellte ich mir vor, er hätte versucht, dich zu berühren. Amor. Ich kann hier auf den Knopf drücken. Sollen wir ihm helfen? Ja, sie erzählt gerade noch. Strafen der Sünden, die diese Hände gegen dich begangen hätten. Gordo, gleich muss ich weinen. Ich muss etwas gestehen. Mal sonst zurück. Du weißt, du kannst mir alles sagen. Wirklich alles. Vorhin, als du ihm Wasser eingeflößt hast, da. Ich hab den Viehtreiber elektrisch. Er ist an die MG gegangen, die Sau. Wo ist die Fette? Die hab ich gekillt. Ach, die Fette war uns an. Wollte er ja. Ich glaube, das war der Typ oder was? Noch nicht. Jetzt haben wir ihn. Schlag den Boss.
Alter Schwede, was habt ihr denn hier gemacht? Juri und Polito sind ausgeschaltet. Komm mal hier hinter. Kennst du diese Filme, wo immer so getan wird, als wäre Rache keine Lösung, als fühlte man sich danach nicht besser? Das ist auch ein Kunstwerk aus. Leute in Stücke gehackert. Die Horrorshow hat uns Punkte bei den Einheimischen gebracht. Melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Wochenende. Juri ist tot. Video verfügbar, mal gucken, ob es diesmal geht. Ich gehe mal auf Leerzeichen für Kartell zerschlagen, Einführung. C Toll. Drücken. Ah, nee, M und dann C. Ah, M und C. So, die ersten haben wir besiegt. Sehr schön. Ja. Zerschlagen. Toll, ich dachte, da passiert irgendwas. Aber wie kann man diese Videos immer sehen, die mal eingeblendet werden? Habe ich jetzt gerade gesehen. M, ja, C. Also ich bin auf, mit M bin ich auf der Map und dann auf C, ja? Ja, genau. Und dann guckst du das Gesicht an, wo du das Video von sehen möchtest und drückst dann mittlere Maustaste. Und dann hast du da Videos. Jetzt weiß ich nur nicht, welche Videos wir schon gesehen haben und welche nicht. Gute Frage. Hier sind ganz viele Dokumente und ein Video bei mir. Für die Fette und ihr Typ. Ja. Für den Typ habe ich ein Video, das ist neu. Für den Typ habe ich ein Video, drei Videos. Ja, das ist Scheiße. Die Einsatzbesprechung. Ja. Aber sonst haben wir sogar noch ein paar Dokumente, die gesperrt sind. Mhm. Das nächste Gebiet wäre ja hier unten der Karitza. Wenn du da dieses Attentat, diese... Karitza? Ja, das ist der im Gebiet 2. Und wo ist denn Gebiet 2? Ja, also es war, wir sind ja drunter, das ist drüber, über uns. Achso, San Wo wir Mateo. Vorhin waren, da habe ich das Video schon dazu gesehen. San Mateo. Kann so das halt. Mit den vier Totenköpfen, oder ist das... nee, vier PN... ist zwei. Zoom mal weiter raus, da kannst du dann sehen. PN de Agua Verde. Ja, Agua Verde war das, genau. Okay. Aber wir könnten auch nach Ogoro oder nach... Ja, guck mal Ogoro, irgendwas. Da kenne ich das Video nicht. Ich guck mal Ogoro. Einsatzbesprechung. Ogoro. Geht nicht. Guck ich gerade. Singleplayer habe ich nicht. Hä? Jetzt. Sie alle kennen El Chacho, den ranghöchsten Bolivianer im Santa Blanca Kartell. Und Kopf der Kokainproduktion. Seinen Enkel aber eher nicht. Gonzalo Jana, alias El Emisario, der Botschafter. Giorgio hat Emisario alles beigebracht. Wie man das weltbeste Polvo herstellt, wie man die Beziehungen mit Einheimischen pflegt und vor allem, wie man seinen Santa Blanca-Herrschern dient. Emisario sieht zu Giorgio auf. Er würde alles tun, um ihn stolz zu machen. Was El Emisario zum perfekten Ziel macht. Seine größte Furcht ist die, seinem Großvater Schande zu machen. Wenn wir ihm in Ogoro ins Handwerk pfuschen, kommt er zurück, um es wieder zu richten. Na dann schnappen wir ihn. Mit etwas Glück erzählt er uns alles, was wir über den lieben Opa wissen müssen. Also über den Typen kommen wir an den Opa ran. Genau. Also fahren ist unser nächstes Ziel Ogoro. Ja, machen mal Ogoro. Haben wir hier noch was? Nee, ne? Wir sind ja jetzt eigentlich... Okay, drei Fragezeichen sehe ich hier noch. 4, 5, 6, 7. Ja, ah, das ist anderes Gebiet, anderes Gebiet. Das sind Stände, Städte, ne? Ein paar Nachschübe haben wir noch. Ich weiß nicht, wie weit das wichtig ist. Ja, weil das alles hier... Drei Sachen sind auf jeden Fall in einer Ecke. Die Fragezeichen hier bei A. Ja. Dann habe ich... Ja, da können wir auf jeden Fall noch hin. Aber das können wir auch gerne mal offscreen machen dann. Das können wir offscreen machen, genau. Nebeneinsatz hätten wir hier auch noch. Stoppen Sie den Konvoi. Ja. Wollen wir das noch machen? Der fährt gerade hier. Können wir noch machen, gerne, ja. Übrigens, wusstest du, dass du mit N ein Nachtsichtgerät aufsetzen kannst? Natürlich, weil ich habe jetzt das einfach angemacht und ich habe kein Nachtsichtgerät an. Ist das nicht toll? Okay. Das ist meine Sonnenbrille, die ich habe. Das ist integriert mit Nachtsichtgerät. Ich habe gar nichts auf und bei mir geht ein Nachtsichtgerät an. Nee, bei mir ist es die Sonnenbrille. Das sind meine bionischen Augen. Äh,
Den Konvoi wollten wir jetzt noch machen, ne? Ah ja, Konvoi war es, genau. Dann schnappen wir uns schnell den Heli und dann... Ab zum Konvoi. Hoffentlich ist der Heli bewaffnet, dann wäre es dann noch easy. Jo. Willst du schießen? Nee, mach du mal. Keine Sorge, mein Bruder ist bei den Nightstalkern. Bei den Nightstalkern? Ryan sieht das ein, so ist es hier. Warum die so schwanken, obwohl man nur die eine Taste drückt? Ja, die sind echt instabil. Wahrscheinlich, weil ich draußen sitze. Dein dicker Hinter, das kann ja sein. Ja, sind ja 50 Kilo auf der falschen Seite. 50 Kilo? Ja, der wiegt nur 50. Der isst halt kein Fleisch, der isst nur Milchprodukte. Keine Ahnung. Das ist wie eine Leuchtrakete. Ja, ne? Warum? Konvoi! Schieß den Fahrer tot! Hast du erwischt, oder? Ja. Was hast du? Oh, ich bin runtergesprungen. Oh nein, der brennt. Nein! Okay. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Oder? Zustand, ja. Du musst du draufklettern? Ja, ich warte noch, bis das aufhört zu brennen. Ach, bist ein Mädchen hier. Echte Krieger. Oh, ich brenne gar nicht. Ja, eben. Nachschub markiert. Perfekt. Ist doch ein schönes Geschenk für die Rebellen. Abschuss bestätigt. Ich glaube, es ist tot. Ja, erfolgreich getötet. So, darf ich sie mit? Ja, gerne. Also, wir sind jetzt bei 17 Minuten, will ich ja nochmal gesagt haben. Ja, irgendwas müssen wir noch machen. Hier noch was, also wir können hier noch einen Cowboy ein, sondern, ne? Noch so ein Entführungsgedöns. Achso, Zerstörung meinst du? Ja, okay. Ne, ich weiß nicht, Funkausrüstungskonvoi, ich weiß nicht, ob wir den entführen müssen oder zerstören müssen. Was passiert an meiner Konsole? Warum sind wir an den Mandat? Auf jeden Fall ist jetzt Zeug. Oh! Ich bin down. Ich komme sofort. Wir haben Gatling Guns. Ja, ich lieg hier, genieß die Aussicht. Alles schön. Ich komme. Ja. Ich bin hier am Verrecken. Sir, Sie liegen mitten auf der Straße. Was machen Sie hier? Ich liege rum. Bin müde. Ist es bequem? Ja. Verdammt, das war knapp. Schöner Asphalt. Ihr Helikopter qualmt. Na ja, das muss doch. Ihre Scheiben sind gesprungen. Ja, das ist Perleffekt. Verstärkung rückt an, du Scheiße. Ja, die brauchen noch. Okay, der Konvoi steht. Ja, aber überall Feinde auch, ne? Sind down.
stehst mitten in der Schusslinie auf der Straße. So. Gesprengt. Da kommen die nächsten. Gesprengt. warte, wir markieren mal schnell das Ding hier, damit das wenigstens erledigt ist. Ausrüstung gesichert. Okay. Wir sagen den Rebellen, wo sie ihr Spielzeug finden. Amber. Stufe 9. Ja. Da kommt der nächste. Weiß ich, warum wir hier weiter. Hier, hier ist gleich das nächste. Hier oben. Ah! Ich hab keine Granaten mehr. Meine sind auch aus. Ich bin down. Ah, okay. Scheiße, schnell. Töten. Da kommen mal mehr, Helikopter und zwei Fahrzeuge. Ja, da kommt eine ganze Menge. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Schnell hier hoch. Ah, der Puta, er sieht mich. Wo ist der Heli? Über uns. Schieß dem Heli. Ah, der kommt auf mich. Der sah gerade so aus, als ob er bei mir runterkommt, aber. So. Hier kann man klettern. Jo, bin auch weiter. Ich habe kaum Munition für mein MG. Direkt vor uns. Scheiße, ja. Der Tango ist hin. Oh, scheiße, mir geht auch die Muni aus. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Okay, hier ist eine Munitionskiste. Ah, da sind sie auch. Das ist ein Haufen, Mann. Scheiße. Hier kommt zu mir, hier ist Muni. Ja, ich muss ein bisschen vertieft laufen. Ich bin bei dir. Das Schwein hat uns erkannt und hat sich dünn gemacht. Ach, scheiße. Das passiert nicht nochmal. Wir hätten uns beeilen müssen. Na toll. Ja, ist ja nicht so, dass wir wie Zeit hätten, ja? Oh, ich schmeiß mal hier kurz was rein. Alter, hier ist die Hölle los. Was haben wir getan? Ich weiß es nicht. Die mögen uns nicht. Ich kann es nicht verstehen. So nette Menschen, ne? Warum bin ich rausgegangen, kümmere mich um die. Ja! Wir werden mit Helis beschmissen. Ja, ich würde sagen, wir hauen mal ab hier, oder? Ja. Hier ist ein Fahrzeug. Komm. Ja, hier sind eine Menge Fahrzeuge. Aber hier ist eins mit Minigun. Ja, Minigun klingt gut. Weil ich höre schon wieder irgendwo einen Helikopter. Steig ein, hau ab. Ich bin gleich da. Scheiße. Ich muss Hilfe anfordern. Das war eine Rakete oder so, ne? Ja. Hilfe. Du liegst im brennenden Reifen. Nein, jetzt bin ich auch gestorben. Das Auto ist explodiert. Scheiße. Aber jetzt suchen sie uns wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Aber das ist wie bei GTA mit den Sternen, kann das sein? Ja, das ist genau wie GTA. Der Polizei da, ne? Ja. Weil das, da waren jetzt gepanzerte Minigun-Autos und fehlt jetzt eine nur, dass ein Panzer kommt. Ja, dafür
Dafür schießen sie wahrscheinlich mit, Katze. Wir können ja nochmal versuchen, den Typen hier jetzt zu jagen. Jetzt ist er ja wieder da. Ja, können wir machen. Wo ist der hin? Hier. Jetzt müssen wir einschüchtern, das sollen wir doch mal hinkriegen. Das heißt, er darf nicht entkommen, oder was? Richtig, genau. Der läuft weg und wir müssen ihn sofort fangen. Ich hab noch einen Tango. Oh. Tango getroffen. Hinter uns. Wir sind mitten in Gegnern gespawnt. Hast du schon Leute erschossen? Jo. Muss ihn schnell erreichen. Der haut ab oder so. Echt? Ne, hier, bei mir ist er. Ja. Ja, hab ich doch gemeint. Draußen ist aber noch wer. Ich geh mal in die Etage hoch mit dem. Ja, mach mal. Ich hol mir den Typen da. Meine Freunde, du hörst das hier, ne? Ich? Ja, ja. Ich sehe das etwas anders. Die Leute sehen hin, wenn ein Penner wie du mit seinen eigenen Gedärmen erhängt wurde. Das ist gar nicht nötig. Ich mach... Meinst du, die Botschaft kommt an? Ich wette, der hat sich eingepisst. Seine eigenen Leute werden ihn auslachen. Wie werden erst die Rebellen reagieren? Ja, haben wir geschafft, ne? Haben wir. Dann enden wir die Folge wenigstens mit einem Erfolgserlebnis, mit ein bisschen Erfolg und ein bisschen Erfolg. Positiven Zeug. Nicht nur Tod und Verderben und Fail. Ja. Wo ist er? Irgendwo im Busch. Warum kann man nicht auf Autos klettern? Das finde ich. Kann man doch. Du kannst nicht auf Autos klettern? Geht doch. Aber hier geht's nicht. Ja eben, das, ab und zu geht das ein bisschen doof. Hä? Ah, der geht oder was? Ja, irgendwie komisch. Ey, 3-4 Schuss, um einen Fahrzeug platt zu machen, ja? Also so ein Reifen platt. Der Auto brennt. Gut. Der Auto brennt und die Einschüsse ja verschwinden. Ja, also ihr. Zock, auf voll Wiedersehen. Gewinnen. Ja, tschüss und schönen Tag noch. Haut rein. Jo, lasst ein Abo da. Bis dann. Tschüss. Ciao.